Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Videokatos World. Diesmal mit einem anderen Video, und zwar hat mich ein User, Abonnent gefragt, weil er Probleme mit seinem Hoster hat, ob ich ihm helfen kann. Er fragt: Hey Videokato, ich habe einen Server auf mc.host24 gekauft und habe da S-Handles und Permissions extra drauf, aber ich kann zwar Gruppen erstellen und einen User hinzufügen, und wenn ich in den Server join, funkt nichts, nur Chat, kein GM. Help, please. Ja, also habe ich mir gedacht, okay, schauen wir uns dann mal mc.host24 an und gucken, ob wir helfen können. Gut, Porsche Zock. Dann schauen wir mal. Wenn wir uns nicht vorher im TS sehen, dann hast du jetzt hier ein Tutorial, wo du anwenden kannst. Um bei mc.host sich anzumelden, zu registrieren. Ich fange jetzt erstmal für alle an, wie man sich hier beim Hoster anmeldet, damit ihr ein bisschen den kennenlernt. Ja, und dann kümmern wir uns um das Problem von Porsche Zock. So, um hier also einen Server bestellen zu können, muss man sich auf jeden Fall erstmal anmelden bzw. registrieren. Da klickt ihr hier drauf und könnt jetzt hier einen Benutzernamen auswählen, eure E-Mail angeben, Passwort auswählen, die AGBs verstehen und hier einen Klick rein und kostenlos registrieren. Da ich das schon gemacht habe, mache ich das jetzt nicht nochmal. Gut, wenn ihr das gemacht habt, erhaltet ihr eine E-Mail, auf der ihr eure E-Mail-Adresse bestätigen könnt. Dann erhaltet ihr noch zwei weitere E-Mails, die AGBs und eine Widerspruchserklärung, die ihr aber in dem Fall jetzt erstmal nicht beachten müsst, weil es ja das Registrieren kostenlos ist. So, dann müssen wir uns anmelden mit dem Benutzername und dem Passwort. So, und wenn ihr angemeldet seid, dann könnt ihr hier jetzt bestellen. Man hat jetzt zur Auswahl 1 Gigabyte oder mehr Gigabyte. Die Slots hier auch bei dem Hoster sind so, dass man unbegrenzt Slots einstellen kann. Jedoch hängt es natürlich ab, wie viel der Server aushält. Und ja, müsst ihr mal schauen, wie viel Gigabyte braucht. Für einen kleinen Server, ihr könnt hier gucken, Arbeitsspeicherempfehlung. 1 GB ist so für 5 bis 10 Spieler oder bei Modpacks weniger. Und das ist auch nicht nur abhängig von den Modpacks, sondern auch von den Plugins, die man installieren kann oder will. So, dann kann man hier noch Standardport einstellen, aber da bleibt es hier bei Standardport. Kann man nicht großartig was auswählen. Weiß nicht, ob man bei größeren... Nee, ist immer okay. Dann... Hier die brauchen wir auch nichts einstellen momentan, und hier könnt ihr die Vorauszahlung einstellen. Je weniger Vorauszahlt, desto weniger kostet natürlich, aber ist klar, dass ihr dann nur für 10 Tage habt. Für 90 Tage und 365 Tage, jetzt rechnen wir mal hoch. Wir haben 30 Tage und das Dreifache wären dann 12 Tage, also günstiger ist es jetzt nicht unbedingt. Also müsst ihr halt entscheiden, wie ihr es machen wollt. So, gut, und dann geht ihr zur Kasse. Ihr müsst aber, wahrscheinlich werdet ihr aufgefordert, euer Konto aufzuladen. Das kann man hier, indem wir einfach auswählen, wie viel wir da aufladen wollen. Ihr seht es ja am Preis. Dann hier alles auswählen über PayPal, PaySafe Card oder Sofortüberweisung. Wenn ihr Probleme habt, dass das Geld nicht direkt gebucht wird auf euren Account, dann schreibt auf jeden Fall schreibt auf jeden Fall ein Ticket. Und das wird dann nachträglich dann drauf gezahlt. War bei mir so, ich hab mit PayPal bezahlt. Und ja, das Geld wurde nicht sofort gebucht, so wie ich es mir gedacht habe. Also habe ich erstmal angefragt. Und ja, heute Mittag war dann das Geld drauf und ich konnte den Server mieten. So, wenn ihr den Server gemietet habt, dann sieht euer Web-Interface so aus. Da könnt ihr euch dann anmelden. Und dann seid ihr hier so im Web-Interface. Im Web-Interface könnt ihr euch jetzt eure Server-Version aussuchen. Ich habe hier Spygot 1.8. Gibt auch Craft-Bucket oder beziehungsweise Mod-Dinger hier. Und könnt ihr euch aussuchen. Ich habe jetzt Spygot, weil ich Spygot auch Tutorials über Spygot mache. So. Na, nerv nicht. Dann könnt ihr die Eule akzeptieren, damit der Server richtig gemacht wird. Und ihr könnt die erweiterten Optionen anzeigen. Den Arbeit hier machen wir noch irgendwas. Ja, mal nix.
Und wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr den Server jetzt starten. Und dann installiert sich das ganze Ding. Ihr könnt über die Konsole sehen, was passiert auf dem Server. Soweit alles gut läuft, dürfte da keine Fehlermeldung kommen. Und jetzt müssen wir natürlich die Plugins installieren. Das geht über die Dateien. Am einfachsten geht das über die Dateien. Man kann die auch natürlich hochladen, so wie es üblich macht, über FTP. Einfach hier FTP-Dateizugriff, dann habt ihr die Daten, die gebt ihr in euer FTP-Programm ein und das bekannte Passwort. Oder ihr könnt auch hier direkt anmelden, so drüber, und dann seid ihr auch FTP. Ist halt etwas umständlicher der Upload, aber geht auch. Ihr könnt hier auch ZIP-Dateien hochladen, die entpacken, werden dann entpackt. Das ist auch eine nette Idee. Gehen wir wieder rein. So. Ja, aber die einfachste Methode ist es natürlich, die Plugins hier auszusuchen. Und in unserem Fall brauchen wir eigentlich nur die Permissions X. Gehen wir einfach hier Permissions X ein. Und da kommen die da. Die brauchen wir. Einfach draufklicken und dann installieren. Hier auf Installieren klicken. Und dann habt ihr sie drauf. Dann brauchen wir noch Essentials. Wegen den ganzen Fly-Befehlen und so. Hier unten. Könnt ihr installieren. In diesem Fall aber muss ich euch sagen, dass bei mir Essentials nicht funktioniert hat. Deswegen habe ich eine andere Version genommen, die ich eigentlich so den Leuten auch poste. Also die habe ich, die ich habe ich dann genommen. Müsst ihr mal ausprobieren, ob bei euch das Handy jetzt auch nicht funktioniert, wenn ihr es über diesen über der Host macht. Ansonsten kann ich euch nochmal den Link unten in die Beschreibung posten, wo ihr alle Essentials-Dateien findet. Und dann könnt ihr euch die entsprechenden Dateien runterladen und dann hier auf den Host hochladen. So, wenn ihr das habt, dann könnt ihr den Server nochmal neu starten. Dann wird alles nochmal installiert. Und dann geht ihr auch in die Konsole. So. In der Konsole müssen wir uns ja jetzt unsere Gruppen erstellen, sonst können wir ja mit den Permissions gar nichts machen. Wir können weder Fly noch sonst was nutzen. Also, gebt ihr dann Packs, Group, dann die Admin-Gruppe oder Owner und Create. So, dann wird diese Gruppe erstellt. Dann könnt ihr die Rechte geben, Packs. Group. Jetzt muss ich überlegen, wie das war. Owner. Add Sternchen. Bin mir jetzt sicher von der Reihenfolge her, aber ich probiere es mal. Okay, hat geklappt, also so. Dann haben wir den jetzt den Owner alle Rechte gegeben. Jetzt müssen wir uns selber nur in die Gruppe schieben. Das heißt Packs User Fidicados World Group Owner Set oder umgekehrt Set Owner. Ich glaube umgekehrt. Owner. Jo. Jetzt bin ich in der Gruppe Owner. Wenn ich jetzt auf dem Server einlogge, müsste ich eine Nachricht kriegen, dass ich Admin bin. Jo. Ich habe natürlich keine Dings reingemacht, keine Prefix noch nicht. Aber wenn ihr welche machen wollt, das findet ihr in meinem größeren Tutorial über Permissions X. Dort findet ihr alle nötigen weiteren Befehle. Aber ich kann jetzt Fly machen. Und ich kann hier rumfliegen, denn ich bin ja der... Oh, ich habe es gerade aufgemacht. Ich hatte es vorhin. Ich bin ja der Owner. Ja, was ihr seht, habe ich hier ein anderes Problem ausprobiert, wo auch einer gefragt hat wegen Portal. Multiverse Portal, da habe ich auch mal ausprobiert, ob das funktioniert oder nicht. Ja, und damit funktioniert der Server. Informationen über die anderen Plugins und die es so hier gibt, kommt noch irgendwann andermal. Das war jetzt erstmal so grob drüber geschaut. Und ja, das Problem von, Porsche Zock ist ja, dass er kein Admin wird, obwohl er einloggt. Es kann sein, wie ich eben gesagt habe, dass es an Essentials liegt, dass Essentials nicht geladen wird.
ganz einfach kannst du das prüfen, wie, jetzt habe ich Minecraft natürlich ausgemacht, indem du unten als Befehl in Minecraft p slash, warte mal, wir machen es über die Konsole, einfach slash pl eingibst und guckst, und dann guckst einfach, hier ist es ja ohne Farben, aber in Minecraft ist es mit Farben, ob die rot sind oder grün. Wenn sie grün sind, wurden sie geladen, wenn sie rot sind, wurden sie nicht geladen. Und ich gehe mal davon aus, dass bei dir Essentials nicht geladen wird. Sollte das der Fall sein, haben wir dein Problem gelöst, dann brauchst du einfach nur eine andere Essentials-Version. Den Link findest du hier unten in der Beschreibung. Und ja, dann wäre es geklärt. Sollte es nicht, noch nicht so klappen, dann schreib einfach nochmal einen Kommentar hier unter das Video. Dann bis dahin. Wünsche ich euch allen, die zugeschaut haben, eine schöne Woche. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Tutorial. Macht's gut und bye bye.